Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt's mal keine Twiner-to-Love-Challenge oder keine Ahnung was, Leute. Heute gibt's mal einen kleinen Real-Talk von mir. Ihr seht's auch schon am Titel. Heute will ich mal so ein paar Sachen einfach ansprechen. Aber zuallererst, bevor wir jetzt irgendwas machen, erstmal von mir ein riesen Dankeschön. Leute, 2 Millionen Abonnenten. Bruder, wer es von euch nicht mitbekommen hat, letzte Woche haben wir die 2 Millionen Abonnenten geknackt. Junge, einfach 2 Millionen Abonnenten. Das ist jeder 40. Mensch in Deutschland, der meinen Kanal abonniert hat. Ihr glaubt mir gar nicht, was das für ein Kind Kindheitstraum war. 2 Millionen, also 1 Million war schon der. Ich glaube, ein krasses Gefühl habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, aber 2 Millionen ist halt einfach nochmal das Doppelte, Leute. Deswegen auf Real Talk ein riesen Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank an jeden, der mich über die Jahre supportet hat, jeden, der mich unterstützt. Ich meine, Leute, mein ganzes Leben, ich habe euch alles zu verdanken. Und deswegen geht echt mal ein Kuss raus an meine Community. Ihr seid auf jeden Fall echt die besten, Leute. Aber genug gute Laune. Nein, Leute, Spaß beiseite. Aktuell gibt es so ein paar Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Eigentlich, ich habe gerade die 2 Millionen geknackt. Ich sollte der glücklichste Mensch der Welt sein. Bin ich auch, also jetzt nicht falsch verstehen. Ja gut, so schlimm ist jetzt auch nicht. Auf Real Talk, wir machen ja gerade die Fresse. Ich weiß momentan nicht so ganz, wohin mit meinem Kanal. Ihr habt es ja vielleicht in den vergangenen Wochen und Tagen schon mitbekommen, ich habe alles mal hochgeladen. Egal ob Minecraft, GTA, Fortnite, Reaction, Essenstest-Videos mit meinem Dad, nicht erschrecken, Challenges mit Energy. Und ohne Flachs, wir haben ja wirklich alles ausprobiert, was man so machen kann. Ich habe ja sogar, und das habe ich vor allem in der Laufzeit noch nie gemacht, umgestiegen. Ich bin ja auf 2 Videos am Tag. Also ich habe jeden Tag 2 Videos hochgeladen, was geisteskrank war. So viel habe ich in meinem Leben noch nie aufgenommen. Ich saß wirklich zu Hause und habe Videos gemacht und ich bin auch nicht mal rausgegangen. Aber irgendwann kam halt einfach der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, Bro, ich brauche jetzt eine Pause. So, jetzt nicht, es geht nicht mehr. Also ich war jetzt nicht kurz vorm Zusammenbruch oder so, aber ich dachte mir einfach, Digga, ich muss jetzt auch mal eine Pause machen. Ich stehe auf Free Talk jeden Morgen auf, ich mache Videos und gehe wieder pennen. Das war's. Ich habe nichts mit Freunden gemacht. Ich hatte keine Zeit für meine Freundin. Es ging another. Gar nichts, Leute. Ich habe wirklich nur Videos gemacht. Das könnt ihr alle meine Real-Life-Freunde fragen. Es ging einfach gar nichts. Ah ja, und ich habe Fitnessstudio durchgezogen. Ja. Grüße raus an Denergy an der Stelle. Aber ja, Freunde, aus dem Grund habt ihr in den letzten Tagen auch gemerkt, dass auf einmal von 2 Videos am Tag so voll wenig nur noch kam. Normalerweise kamen jetzt monatelang jede Woche so 14 Videos. Also 2 am Tag. Letzte Woche kam 3. Ich dachte halt einfach, es wäre falsch von mir, wenn ich jetzt noch eine Woche weiter so wenig Videos mache und ihr fragt euch alle, Bro, was ist los? Warum kommen keine Videos? Vielleicht denkt ihr irgendwas Falsches, weil das ist halt nicht der Fall. Gönn mir aktuell einfach nur eine kleine Auszeit, weil ich brauche die einfach. Ich fahre jetzt am Wochenende. Wenn ihr das Video jetzt gerade seht, fahre ich auch morgen noch in den Urlaub. Jetzt nichts Großes, aber einfach nur 3-4 Tage mal ein bisschen einfach auch mal nochmal abschalten. Und ab danach werde ich aber auch wieder ganz mal Vollgas geben und voll durchziehen. Aber ich wollte halt einfach nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr euch halt denkt, Bro, was heftig. 2 Millionen geknackt und jetzt hörst du auf mit YouTube oder was? Das war Punkt 1, Leute. Und Punkt 2, schreibt mal bitte in die Kommentare. Und das Ganze haben wir vor circa 8 Monaten schon mal gemacht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was für Content feiert ihr, Leute? Ich weiß momentan, ich weiß nicht mehr richtig, was ich machen soll. Ich sag's euch ehrlich, ich habe übertrieben Bock auf GTA und sowas. Aber wenn ich halt GTA-Videos hochlade, dann klickt die halt irgendwie keine an. Wenn ich eine Trainer-to-Love-Challenge mache, habe ich nach dem Tag 150.000 Klicks. Wenn ich GTA mache, nach dem Tag 30.000. Unter dem Video damals haben mir ganz viele kommentiert, so, ja, mach GTA und so, voll geil. Und ich hab's halt gemacht, aber irgendwie über die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr da einfach keinen Bock mehr drauf habt oder so, aber schreibt es in die Kommentare. Ich finde es halt immer wichtig, dass man miteinander redet, Leute. Nee, Spaß, aber schreibt mal rein oder falls euch auch die Videos nicht gefallen, falls ihr sagt, ey, denen sind einfach wack oder keine Ahnung was, Leute, schreibt es in die Kommentare. Oder auch, falls ihr Bock habt und sagt, ey, mach mal Minecraft oder mach mal das oder mach mal das. Und für alle, die gerade schon eintippen, OrmeTV und meinem Dad oder Try Not To Love, das wird auch weiterhin kommen, aber ich kann sowas halt nicht jeden Tag hochladen, Leute. Deswegen, Freunde, tut mir den Gefallen, schreibt das Ganze mal in die Kommentare, ihr würdet mir damit auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde probieren, jetzt noch vor meinem Urlaub ein paar Videos vorzuproduzieren, dass wir alle 2 Tage ein Video haben. Das sollte machbar sein, aber keine Sorge, sobald ich wieder da bin, werde ich komplett durchziehen und dann werden wir wieder alles zerreißen, verdammte Scheiße. An der Stelle echt auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support der letzten Jahre. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich bin euch so dankbar, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich sage sowas auch nicht oft, aber ich meine es absolut ernst. Auch dass ich einfach sagen kann, ey, ich mache so ein bisschen chilliger jetzt mal 2-3 Tage, weil ich nicht so extrem krank mehr darauf angewiesen bin. Dafür bin ich euch einfach unglaublich krass dankbar, Leute. Aber ja, Freunde, ich glaube, ich fange an, mich zu wiederholen, deswegen, Leute, wir beenden das Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. YouTube macht wieder mies Faxen momentan. Und ganz wichtig, schreibt wirklich mal rein, Leute. Was denkt ihr? Was für Content möchtet ihr gerne sehen? Feiert ihr GTA? Feiert ihr GTA nicht? Und wenn ja, warum nicht? Oder sagt ihr generell, Bro, juckt mir einfach nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Ne, wir sehen uns nicht morgen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich weiß nicht, wann es kommt. Hoffentlich alle 2 Tage und hoffentlich mache ich nicht den Z-Max und lade dann einfach nicht hoch. Kurs geht nochmal raus. Wir sehen uns. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.